Während die aktuelle Wahl zum Tor des Monats Dezember noch läuft, erklärt uns Jens Fischer von Fortuna Köln mal exklusiv sein spektakuläres Tor, das ihn zum Novembersieger machte. Das Tor selber war eigentlich eher eine spontane Reaktion. Im Training mal ein bisschen Blödsinn gemacht mit den Torhütern und dann war Zeitspiel angezeigt und dann ist er halt zum Glück reingegangen. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn er nicht reingegangen wäre? Ich habe mich auch schon gefragt. Ich weiß nicht, ob ich dann die Saison nochmal gespielt hätte, aber naja, da brauche ich mir zum Glück keine Gedanken drüber machen. Richtig, denn alles ist gut gegangen. Im Vorfeld der Partie Gummersbach gegen Lemgo überreichte VfL-Kreisläufer Andreas Heime dem verdienten Sieger die Trophäe. Dazu ein persönliches VfL-Trikot mit der Nummer 3, die Fischer auch bei Fortuna Köln trägt. Und der Fortuna weiß um die Ehre, die ihm zuteil wird. Das ist natürlich was Einmaliges. Ne? Man kann mal aufsteigen, man kann mal absteigen, aber sowas ist natürlich schon was ganz Besonderes für einen selbst. War großartig. Ich habe selber gar nicht gewusst, dass das aufgenommen wurde auf Video. Und die Gegner vom MTVD, die haben das sogar eingeschickt. Insofern auch nochmal ein großes Dankeschön an die, dass das überhaupt so geklappt hat. Ehre wem Ehre gebührt. Jens Fischer erzielt das Tor des Monats November. Die Dezemberwahl läuft noch bis Freitag.